Ja, ich nehme bereits auf. Oh nein, es geht los. So, da habt ihr ihn schon einmal gehört. Wir haben schon wieder einen Gast. Tada. Gast, ja, aber wir kennen ihn schon sehr gut. Ja, du bist ihn besser als ich. Ja. So, wer bist du? Hi. Hi. Ich bin Kevin. Hallo, ich Kevin. Der Kevin, genau. So ein typischer Kevin. Ich kenne den Sudi schon seit Kindesbeinen an. Ja. Also wir sind sogar zusammen zur Schule, gell? Yeah. Oh, das cool. War noch Zeiten, da waren wir noch jung. Warte mal kurz, das war Oberstufe 6. Klasse. Genau. Oder 5. Klasse. Nee, 6., 7. glaube ich. 6., ja. Genau. Hast du seit, auch schon 20 ja, wir kennen Jahre uns, oder so? Ja. War, ja. Die Zeit vergeht. Die sind alt. Wow. Nee, oh mein Gott. Ich fühle mich aber nicht so alt. Doch, du bist alt. Nein, herzlich willkommen, Kevin. Hey, vielen es Dank. Ist eine richtig coole Folge, die wir heute mal ansprechen wollen. Und übrigens die 10. Folge. Du bist Jubiläum, Kevin. Jubiläum. Schon wieder. Crazy. Heute schon haben die 10. Folge. Ja, schon die 10. Es hat erst gestartet, schon die 10. Folge. Zack. Mhm. Krass. So schnell geht das. Und heute mal über Fotos. Fotos. Fotografie. Fotografie. Genau. Wegen dem haben wir dich auch eingeladen, Kevin. Super. Es geht nur um Fotos. Aber ihr macht doch gar keine Fotos, oder? Das ist der Punkt. Wir machen keine Fotos. Die machst du, oder? So ist es. Ganz genau. Kevin, so ist, Kevin ist auch bei uns tätig als Fotograf. Du machst eigentlich bei uns die meisten Fotos über Geschäftsfotos eigentlich. Geschäftsfotos, Teamfotos. Was machst du noch für Fotos? Hey, ich mache allerlei. Also für euch mache ich, wie gesagt, Business-Fotografie. Ich mache Hintergrundreportagen, wie zum Beispiel auch Podcasts. Sehr aktuell. Nebenbei mache ich auch noch viele Hochzeiten. Und ja. Das Geschäft der Liebe. Das Geschäft der Liebe. Und genau, das ist meine ganz große Passion. Und ja, ich bin mit der Kamera eigentlich schon seit ich 18 bin unterwegs. Also auch schon wieder. Auch mit schon? Zeit. Für die, die mich jetzt an der Stimme her nicht erkennen, wie alt das ich bin. Ich werde 34. Von dem her auch schon eine Zeit unterwegs und ja, seither hat mich die Fotografie einfach fasziniert und da bin ich unterwegs, genau. Wie hast du denn gestartet? Mit Hochzeitsfotos oder? Nein, also für die, die schon etwas älter sind, also so in meinem Alter rum, die kennen vielleicht noch die Partyfotografen von früher. Oh! Dann, ja, genau. Die beim Ausgang da irgendwelche schrägen Fotos gemacht haben. So Ausgang.ch. Genau, so habe ich tatsächlich gestartet. Nein! Doch. Cool! Ich war da wirklich mal im Ausgang, ich habe die beobachtet und da habe ich mir gedacht, hey, das fasziniert mich voll, weil die waren immer so beliebt. Darf man das da sein? Und da aber warte mal ganz kurz. Wir müssen da, oder wir haben ja auch ZuhörerInnen aus Deutschland. Ausgang bedeutet nicht. Oh ja. Ausgang bedeutet bei uns nicht vor ausgehen. Die Türe, sondern nee. Ausgehen. Wir ausgehen. Gehen aus. Natürlich. Genau. Feiern gehen, Party machen. In den Eingang vom Ausgang. Und da habe ich mir meine erste Spiegelreflexkamera gekauft. Das war eine Nikon D40, also wirklich das kleinste. Nikon. Ja. Okay. Mhm. Das kleinste Modell ever. Und da kam immer mehr dazu. Da kam mal ein anderes Objektiv dazu, mal ein Blitz dazu. Und so hat sich das irgendwie ergeben. Konntest du so quasi dein Einsteiger-Equipment finanzieren? Oder? Ja, genau. Mhm. Also da kam immer mal wieder was Günstiges, Gebrauchtes dazu. Und konnte mich von Ausgang zu Ausgang, von Party zu Party eigentlich weiterentwickeln. Und ich wurde eigentlich darauf getrimmt, von Anfang an immer auf manuell zu fotografieren. Ja, und das kommt mir heute sehr, sehr zugute. Ja, ich auch. Genau. Ich habe ganz am Anfang, auch wo ich angefangen habe zu filmen, habe ich nie Autofokus benutzt. Es gibt ja auch fast nur einen Kamerahersteller, der beim Autofokus so gut ist, dass man ihn brauchen kann. Ja, und wenn man die nicht braucht, dann muss man manuell das im Griff haben. Aber kurze Frage, dann hast du so im Club bei schummrigem Licht und betrunkenen Leuten, hast du dann mit manuellem Fokus versucht, die zu treffen? Also das war mein Bootcamp. Also wenn du da fotografieren kannst, dann kannst du es auch wirklich bei gutem Licht. Weil das denke ich mir. Das Licht war wirklich, wirklich schlecht. Und wenn du es da kannst, manuell einstellen, dann kannst du es auch irgendwo. Ich finde das aber spannend. Licht. Ich habe das noch nie gesehen. Ich sehe von dir ganz oft Hochzeitsfotos. Ja. Aber keine Ausgangsfotos. Also, nein, nicht Ausgangsfotos. Das hat einen Grund, wieso wie sagt das man das? Ich habe letztens wieder mal auf diese Seite geschaut. Die gibt es immer noch. Ich verrate jetzt nicht, sonst geht ihr drauf. Tlen.ch, Ausgang.ch. Nein. Party Guide. Das war eine ganz unbekannte Seite. Die gibt es immer noch. Da gibt es noch Fotos von mir drauf. Ich sag's dir.
die möchtest du nicht sehen. Doch, die möchte ich unbedingt sehen. Ich verrat's niemandem. Dann hast du vielleicht mich sogar mal fotografiert. Ja, vielleicht. Ohne, dass ich habe sie mal wirklich durchgeschaut. Die kenne ich noch von später, habe ich die dann kennengelernt. Das ist echt witzig, welche Leute da man schon damals schon getroffen hat. Okay. Das glaube ich. Aber das ist ja wirklich spannend. Okay. Ja, aber damit herzlich willkommen zur hauseigenen Podcast von Hill Media Design. Blickwinkel. Blickwinkel. Warum sage ich das eigentlich immer so mit Winkel? Es klingt einfach cool. Keine Ahnung. International. Winkel. International. Wir sind bereits international. Hello, everybody. Ja, doch. Englisch könnten wir eigentlich auch mal versuchen. Uiuiui. Das wird eine holprige Folge. Das wird nicht unbedingt. Ich glaube, das wird. Nee, das machen wir nicht. Belassen wir es mal auf Hochdach. Schon das ist schwierig. Das ist schwierig für euch. Wir wollen unseren Zuhörerinnen nicht noch mehr antun. Genau. Nee, Kevin, was mich schon noch interessieren würde: Hochzeitsfotos. Wie kamst du zu Hochzeitsfotos? Ja, wie gesagt, ich habe beim Partyfoto gestartet und das haben natürlich auch alle meine Freunde mitbekommen, dass ich da immer mit der Kamera rumrenne, auch wenn ich dann zusammen mit ihnen dann im Ausgang war, war ich dann immer der Partyfotograf, bin dann irgendwo herumgehopst und irgendwann kam mal jemand auf mich zu und gefragt, du, ich heirate nächstens, du kannst auch mit der Kamera umgehen, kannst du auch unsere Hochzeit fotografieren? Ich habe gedacht, du, noch nie gemacht, kann ja nicht so schwer sein. Und ja, dann habe ich das gemacht, meine erste Hochzeit. War eine Katastrophe, ganz ehrlich. Also die Fotos waren okay, aber wenn ich sie jetzt so zurückschaue, irgendwo musst du halt starten. Und ja, dann hat sich halt ergeben, dass dann eine zweite, eine dritte, eine vierte dazu kam. Und so bin ich in das reingerutscht. Also ich muss wirklich sagen, Kevin, du machst Fotos, da ist schon sehr was dahinter. Ich habe natürlich den meisten Kundenkontakt. Und sobald ich dann mit diesen Kunden deine Bilder schicke und ich bekomme sofort die Resonanz, sofort, das ist Wahnsinn und immer positiv. Ich habe noch nie etwas Negatives gehört, sage ich da sehr jetzt cool. Beim Podcast. Muss man schon sagen, also da an der Swissbau zum Beispiel, da hatte ich immer wieder Mühe, einen schönen Ausschnitt zu finden und als ich dann Kevin seine Fotos gesehen habe, habe ich gedacht, oh. Also du hast schon das sehr Auge. Nice. Auch hier wieder, hier ist gutes etwas Auge. Speziell eng, auch in den engen Räumen findest du immer einen Winkel. Ich muss dir sagen, wow. Danke. Ja, es ist viel, viel Übung dahinter. Ich merke es auch, weil ich jetzt ein paar Wochen vielleicht nicht fotografiert habe, keine Aufträge hatte, bis man damit so ein bisschen reinkommt, aber es ist echt eine Übung. Also dass du auch immer die Winkel siehst, dass du der spezielle Moment dann auch wirklich einfangen kannst. Ist schon viel mit Übung dahinter. Im Improvisieren muss man auch gut können. Unbedingt. Machst du dann auch Porträtfotos oder weniger? Ja, doch. Also ich mache auch für Firmen Firmenkunden mache ich auch die ganzen Porträtfotos mit Blitzanlage und allem drum und dran. Ach, cool. Genau, also wir haben ja für TS3 jetzt, das kann man ja bei uns so sagen, TS3 Timber Structure 3.0, so. Genau. Das ist eine größere Angelegenheit, die wir betreuen dürfen. Und da hast du ja auch die Porträtfotos gemacht, Teamfotos gemacht. Genau. Und auch da hast du es wahnsinnig gut getroffen. Ich muss wirklich danke, sagen, das ich fühle mich, so, nein, es ist, ich fühl mich so geehrt. Ich glaube, das darf man auch sagen, wenn man wirklich... Man sagen. Und unsere... Ah, Hochzeitsfotos hast auch du geschossen. Das stimmt. Das war eine... Eure Hochzeit. Oh. Also an alle, die bald heiraten oder so, kann ich bezeugen, seine Fotos sind wirklich, wirklich 1A. Absolut. Was schaust du denn da genau? Also wie gehst du an so eine Hochzeit heran? Also wenn mich jetzt jemand anfragen möchte, dann bekomme ich den ersten Kundenkontakt. Wir schreiben mal hin und her. Hey, was stellt ihr euch vor, wie habt ihr euch kennengelernt, was ist eure Geschichte? Mein Ziel ist eigentlich mit meinen Fotos einfach eure Geschichte zu erzählen. Klingt das ein bisschen speziell, aber ich möchte wirklich mit meinen Fotos etwas ausdrücken. Ich möchte nicht einfach Fotos schießen wie bei einer Reportage, sondern ich möchte Emotionen rüberbringen. Ich möchte wirklich, dass ihr die Fotos dann im Nachhinein anschaut und euch wieder zurückversetzt fühlt. Und das ist eigentlich mein Ziel. Und genau, dann treffen wir uns, wir trinken Kaffee miteinander. Ja, Kaffee. Immer Kaffee. Irgendwas. Genau. Kevin braucht immer Kaffee. Dann kommt es meistens gut von dem. Dann trinken wir einen Kaffee, wir reden, was ihr euch vorstellt und wie ich euch dabei helfen kann. Genau. Und wie gehst du an eine Geschäftsfotografie hin? Also zum Beispiel, ihr könnt das auch bei uns
auf der Webseite schauen, da haben wir auch die Fotos von Kevin drauf. Zum Beispiel, Aston Martin. Wir durften mal Aston Martin filmen und fotografieren. Wie gehst du an so eine Sache heran? Also meistens hole ich mir im Vorhinein ein bisschen Inspiration. Ich meine, wir sind dann wahrscheinlich nicht die Ersten, die eine Autofotografie gemacht haben. Da ich das dann zu dem Zeitpunkt auch noch nie gemacht habe, hole ich mir ganz viel Inspo. Ich folge auf Instagram ganz vielen Leuten, die das sehr, sehr professionell machen. Da schaue ich mir ab, wie die das machen, was man genau alles machen kann. Und ja, dann sind wir da. Und dann gehe ich mir in meinem Kopf nochmal diese ganzen Sachen durch und dann... Es war schon noch spannend. Wir durften Aston Martin DBX die allererste Version mal fotografieren und filmen und machen und tun. Als Promo-Video. Ja, ganz genau. Als Revival. Mhm. Sozusagen als Revival-Video für Emil Frey. Und wir kamen da erstmal nicht aus dem Staunen heraus, was das Gerät alles kann. Mein Gott. Es war schon intensiv. Auch ich habe bis dahin noch nie einen, habe ich auch zum ersten Mal gemacht, auch ein bisschen Winkel suchen müssen, aber irgendeinmal war es dann drin und dann geht's los. Ist ja auch schon ein Traum von fast jedem Videografen und Fotografen, mal ein cooles Auto zeigen zu dürfen. Aber wir durften, wir durften es nicht fahren. Mhm. Das war das Einzige, was wirklich durfte nicht bewegt werden. Eine kleine Spritztour? Nee, das war schön gewesen. Stell dir vor, ich hätte da mit der Drohne einiges Cooles machen können, aber das Vertrauen... Aber die Chance, keine Drifts. Die Chance, dass da irgendwas kaputt geht, das Risiko. Es war nur ein einziger DBX dort. Also, ich glaube, es war eben... Aber was mir noch hängen geblieben ist, du hast gefilmt, ich habe fotografiert und wir haben uns auch gegenseitig unterstützt. Ich hab dir auch mal gesagt, hey, das ist ein cooler Winkel, mach das mal. Und du kamst dann auch, hey, mach mal von vorne. Und Das ist wirklich on place und selber auch inspiriert. Und das fand ich mega cool. Und das ist auch das, was ich sehr an dir schätze. Mit dir arbeiten ist immer lustig. Wir machen auch Mountain Love Bilder. Das möchten wir auch mal mit dir noch machen. Stimmt, Daniela, ich bin auch noch dran. Du bist auch noch dran. Und auch da war das erste Mal, wo wir dort zusammen gefilmt und gefötelt, wollte ich sagen. Fotografiert. Da kommt das Wort. Ja, ich glaube, das war ziemlich unser erstes Video, was wir da gemacht haben. Das war... Wir waren so begeistert, weißt du noch? Als dieses Video fertig war, raufgeladen, wir waren so begeistert. Ja, und nachher? Und jetzt? Das war 5 Jahre. Wenn du es jetzt anschaust, denkst du... Ganz, ganz schlimm. Das kann ich mir nicht mehr anschauen. Aber was ich mir anschauen kann, ist das letzte Mal, da waren wir Matterhorn. Wir waren dort... Wie hieß es dort schon wieder? Zermatt, danke vielmals. Mit Erzermatt. Das ist, wir konnten mit Erzermatt fliegen. Das mit dem Helikopter? Ja, cool. Genau. Sehr cool. Und das schaue ich mir heute auch noch gerne an. Das ist etwas... Ich auch. Das war wirklich ein riesen Highlight. Auch das Pärchen. Das war super Pärchen. Mhm. Genau. Wir hatten so eine gute Zeit. Wir sind ja von hier nach Zermatt gefahren. Ja. Und für alle, die die Distanz ungefähr wissen, das ist so 4-4,5 Stunden. Und die hatten so eine Party im Auto. Das war super. Es war echt super. Das war so eine coole Zeit. Das war wirklich gut. Da hast du echt gefehlt, Damian. Ja, das hätte dir gefallen. Ja. Das hätte dir definitiv gefallen. Gut, es wäre dann knapp geworden im Auto. Du hättest dann vielleicht Kofferraum mit. Und auf dem Dach, oder? Und wenn du so bei Hochzeiten unterwegs bist, hast du da, also jetzt vom Licht her, bist du da meistens mit Blitz unterwegs? Hast du da einen Blitz dabei? Oder? Nee, gar nicht. Also ich probiere immer mit dem natürlichen Licht zu fotografieren. Das ist mir sehr, sehr ein Anliegen. Klar, am Abend bei der Party, beim Tanz, kannst du schon mal vorkommen, dass du mich mit Blitz siehst, aber ist dann eher wirklich selten. Und wenn es wirklich, wirklich eine dunkle Location ist am Abend, dann kann es auch mal vorkommen. Aber ich probiere es wirklich zu vermeiden, dass ich da mit Blitz unterwegs bin. Das mag ich auch nicht. Ich fotografiere nur ein bisschen so als Hobby nebenbei und mir gefällt das einfach nie mit Blitz. Ich, ja.
mir gefällt das viel mehr mit natürlichem Licht. Es gibt halt so einen unnatürlichen Look. Du weißt halt genau, was du dann fotografiert hast. Mhm. Und mein Ziel ist es, ich stehe auch mega oft mit meinem Tele irgendwo in der Ecke drin. Man sieht mich nicht. Und dann kannst du die besten Emotionen anfangen. Und wenn du halt dann blitzt, dann geht es halt nicht. Dann hast du mich verraten. Dann schauen die Leute immer so komisch in die Kamera. Und weil sie dich halt sehen. Wenn sie dich nicht sehen, dann ist das halt völlig natürlich. Das sind die besten Fotos. Ja, wenn man nicht bemerkt, dass du fotografiert wirst, sind das die besten Fotos. Es gibt viele Leute, sobald die merken, dass sie fotografiert oder gefilmt werden, versteifen sie total. Es gibt Leute, die haben so ein schönes Lachen und dann schauen sie in die Kamera und dann schauen sie wirklich schief. Ja, genau, das wollte ich gerade sagen. Und das Lachen ist völlig anders. Voll. Und ich bekomme so oft die Resonanz, hey, man hat dich gar nicht gesehen an der Hochzeit. Ja. Warst du überhaupt da bei der Zeremonie oder so? Man hat dich wirklich nicht gesehen. Und ich schleiche da wirklich immer so einen Samurai so hin und her. Dann hast du meistens einfach einen Notfallblitz dabei, falls nötig, den und sonst eigentlich dabei. Nichts. Genau. Ja. Aber den brauche ich so gut wie nie. Ich habe da auch nicht so ein riesen Gerät, sondern so einen billigen irgendwas. Mhm. Und der reicht auch völlig aus. Mhm. Cool. Da kommen wir schon noch dazu. Was würdest du dann empfehlen für Anfänger? Aber das können wir später noch erzählen. Was mich wirklich, da möchte ich schon noch sagen, die Hochzeit von uns, da hast du die Emotionen schon. Das ist krass, wenn du die Fotos noch einmal anschaust. Ich schaue mich jedenfalls immer wieder. Ja, ich mir eben auch. Erstens mal wunderschön und zweitens, das hast du vorher auch schon angesprochen, du möchtest die Geschichte erzählen. Ja, voll. Und das war eine Geschichte. Und das war eine Geschichte, natürlich auch, weil wir uns schon lange kennen. Ja, voll. Und wir immer noch unterwegs zusammen sind. Aber wie kannst du die Geschichten so schön einfangen? Was hast du? Gänsehaut, wenn ich noch mal. Nee, aber das ist schon eine Kunst, die Geschichte zu erzählen, weil wir erzählen ja auch Geschichten. Ja, klar. Wie also bei euch war es ja speziell. Also ich denke, es gibt einen Unterschied, wenn ich das Brautpaar kenne, also wenn das irgendwas aus dem Freundeskreis ist oder so, oder wenn ich es halt nicht kenne, ist das schon ein Unterschied. Und euch kenne ich ja schon ganz, ganz lange. Deine Frau Patricia, die kenne ich ja seit Kindergarten, glaube ich. Länger. Ich glaube, wir waren zusammen sogar im Kindergarten. Was? Und dann in der Oberstufe dann nicht, dann kamst du dann dazu. Ja. Und es war so, so speziell. Also auch mit den Eltern jetzt von deiner Frau wieder zu reden, mit den Geschwistern, die ich seither nie mehr gesehen habe, die dann noch Windeln trugen und dann, die ich da wirklich an der Hochzeit wieder gesehen habe. Also, es war so speziell. Ja. Und auch euch beide da zu sehen, wie ihr dann wirklich zusammenkommt, zusammen heiratet, euer Leben miteinander verbringen wollt. Das war jetzt musst du aufhören, sonst kommt's. Hey, das ist schon krass. Weil ich bin eigentlich keiner, der so schnell weint. Da hast du mich das erste Mal wirklich wie ein Schoßhund. Es fängt schon wieder. Und das Schöne war, auch du, also das war krass, du hinter der Kamera. Oh mein Gott. Ja, war so. Es war wirklich so. Also es ging mir sehr, sehr nahe. Und ja, es war sehr, sehr schön. Aber hast du einen Ablauf, dass du die Geschichten so einfangen kannst? Du hast vorher schon erwähnt, klar, ein bisschen Gespräche und so. Die du kennst, aber wie machst du es, wenn du die nicht kennst? Also wenn ich sie nicht kenne, dann müssen sie mir halt einfach ihre Geschichte erzählen, wie sie sich kennengelernt haben, was ihre Hobbys sind, was sie verbindet. Ja, genau. Weil das alles schlussendlich auch einen Einfluss auf die Fotos hat. Wenn beide irgendeine Fahrt fahren und ich realisiere das nicht und die ganze Predigt oder was auch immer geht dann ums Fahren, es steht ein Fahrrad da und ich weiß nicht warum, dann ist es mega speziell. Aber wenn ich halt die Geschichte dahinter weiß, hey, die haben sich irgendwie über Tinder kennengelernt oder sonst, die sind schon seit 20 Jahren zusammen und heiraten jetzt endlich. Genau, dass ich das. Und bei den Geschäftsfotos hast du da auch eine spezielle Art? Weil da machst du ja nicht nur Porträtfotos für die Geschäfte, also Teams, sondern du machst auch über die Arbeit. Genau. Und du fängst die Arbeit auch super gut ein. Da muss ich auch sagen. Dann ist, wie machst du das? Also da ist halt weniger Geschichte. Also ich meine, wenn man Porträts macht, ist halt weniger Geschichte und ein bisschen mehr Technik und ein bisschen mehr trocken. Das ist dann einfach so. Aber wenn ich dann die Leute wirklich sehe, wie sie arbeiten, wie sie auch eine Leidenschaft dafür haben, was sie tun und das dann einfangen kann und das auch rüberbringen kann dem Betrachter, der das die ganzen Fotos sieht, dann
habe ich, glaube ich, meinen Job richtig gemacht. Ja, weil ich glaube, das ist auch so ein Unterschied zu unserer Arbeit mit Video. Wir haben halt den Vorteil Zeit. Bei uns darf sich die Handlung entwickeln. Genau. Bei dir muss die Handlung in einem Bild festgehalten werden. Ja, richtig. Und das finde ich schon, ist eine Challenge. Das passiert nicht einfach so. Genau, da haben wir es definitiv einfacher. Ja. Wir ja. als Videografen haben es da sicher einfacher, da wir die Zeit so? Haben. Ja, ich weiß nicht. Also, ich würde sagen, ja. Wenn ihr zum Beispiel eine Szene dreht und die zum vierten, fünften, sechsten Mal vielleicht dreht, weil irgendwas nicht gepasst hat, glaube ich nicht, dass beim sechsten Mal dann die Emotionen noch so rüberkommen wie zum Beispiel beim ersten Mal. Ist das auch eine Challenge? Wir versuchen das relativ nicht beim sechsten Mal zu treffen. Wir machen ja auch gerne spontane Arbeiten und da versuchen wir die Arbeit nicht zu stören, eher im Gegenteil, dabei zu sein. Es ist ganz selten, dass ich mal sage, hey, das müssen wir wirklich noch einmal machen. Okay. Dann warte ich einfach, bis die, ja, in einer Holzfirma halt die nächste Platte kommt. Okay. Aber ich versuche, die Emotionen laufen zu lassen. Ja, ich glaube, das ist echt der Schlüssel, wenn du wirklich so von hinten filmst, wie ich hinten fotografiere, es merkt niemand und dann wirklich die echten Emotionen dann anfangen kannst. Weil sobald du stellst, gebe ich dir recht. Genau. Wird es nicht mehr funktionieren. Beim sechsten Mal wird es nie so kommen, wie du das eigentlich dir eigentlich vorstellst. Manchmal muss man halt stellen. Das ist wie bei der Hochzeitfotografie. Ja, das gibt's. Hey, warum sehen bei dir die Bilder so umgestellt aus? Ja, es ist schon gestellt. Es sieht einfach nicht so aus. Und es gibt so gewisse Tricks, die du dann anwenden kannst, dass es halt dann nicht so aussieht, als wäre es gestellt. Klar ist es gestellt, wenn du ein Paar-Shooting hast. Wenn du nur du als Fotografen das Paar hast, klar musst du das dann was stellen. Und du sagst dann dem Brautpaar, hey, steht mal so hin, dreht euch mal oder wie auch immer. Klar ist es gestellt, aber es sieht dann halt nicht so aus. Und ich glaube, das ist die Kunst dahinter. Aber das ist doch auch ein ganz wichtiger Aspekt, nicht nur bei Hochzeiten, sondern auch für die Teams, für Mitarbeiter. Du stellst, respektive die Posen, hast du diese schon im Kopf, wie sie das machen müssen, schon vorhinein oder machst du das auch wieder spontan? Hey, mach doch das. Weil wir, Damian und ich, wir machen das komplett spontan. Ja. Nee, mach das noch einmal. Oder einfach ganz kurz, schnell. Oder wir sagen es einander. Hey, wenn er diese Tätigkeit ausführt, dann müssen wir von dieser Seite und dieser Seite filmen. Irgend so. Hört er immer Schüsse schneiden? Ja. Ja, also ich überlege mir im Vorhinein natürlich schon ein paar Posen. Ich habe auch meine Standardposen, die eigentlich immer funktionieren. Aber es gibt natürlich auch Brautpaare, bei denen es halt nicht funktioniert. Also wenn beide zum Beispiel gleich groß sind, kannst du auch gewisse Posen nicht machen, wie du machen kannst, wenn zum Beispiel die Frau dann einfach kleiner ist. Mhm. Ja, es gibt halt solche Sachen, die funktionieren. Es gibt auch Sachen, die funktionieren vom Wetter abhängig. Aber ja. Die meisten Sachen. Auch beim Kleid gibt es auch gewisse Einschränkungen von der Frau. Also du kannst nicht springen mit einem riesen Prinzessinnenkleid. Geht halt dann weniger fürs Foto, als wenn du so ein kurzes Kleid hast. Also es, ja, ein paar Sachen gehen, ein paar Sachen nicht. Und es ist dann auch mega spontan. Also ich sage so zwei, drei Posen. Meistens entwickelt sich es dann, dass sie dann selber auch Posen reinbringen, die ich dann fotografieren kann. Jetzt die Frage, wenn ich mit Fotos anfangen möchte, hast du da Tipps? Welche Kamera, wie soll ich anfangen? Mit welchen Fotos soll ich anfangen? Was würdest du sagen? Ich möchte jetzt wirklich, ich hege die Leidenschaft zu fotografieren. Ja, die Frage ist halt, was du fotografieren möchtest. Also es gibt ja da eine riesen Bandbreite von Hochzeiten über Paar-Shootings, Newborn, Babyfotografie oder auch Landschaftsfotografie. Oder es gibt ja so viele Bereiche. Ich möchte, wir machen zwei Beispiele. Erst einmal Hochzeit. Wenn ich Hochzeiten fotografieren möchte, was denkst du, mit welcher Kamera soll ich mal anfangen? Wie soll ich, wer sind meine ersten Protagonisten oder, ja? Ja, hey, ich glaube, ich würde nicht gleich mit Hochzeiten anfangen. Weil eine Hochzeit hast du eine riesen Verantwortung. Also wenn da die Braut reinkommt und da bist du irgendwie mit der falschen Kamera, dem falschen Objektiv da, dann kannst du nicht der Braut sagen, du geh noch mal raus, ich war noch nicht so weit, sondern geh doch du hast, raus. Ja, du hast, kannst du mir gleich vorstellen. Du hast eine Chance und wenn du es dann verkackst oder wenn du halt die Kamera falsch eingestellt hast, keine Ahnung, statt RAW hast du irgendwie JPEG Mini drin,
dann ist halt doof. Dann ist die ganze Hochzeit dann, ja, für den Arsch. Eben gesagt. Wie darum, gesagt. Fang nicht mit Hochzeiten an, sondern fang mal an mit ein Paar-Shooting. Also dann frag mal eine Kollegin, einen Kollegen von dir, hey, stehst du mal vor die Kamera, ich möchte mal was ausprobieren. Und so kommst du dann irgendwann mal rein. Und dann hast du auch ein gewisses Portfolio, weil das Problem ist bei den Hochzeiten, dass sich niemand bucht, wenn du noch keine Hochzeit gemacht hast. Und du kommst halt nicht rein, wenn du noch keine Hochzeit gemacht hast. Das ist das Problem. Also wenn du irgendwie im Freundeskreis Leute hast, mach's von mir aus gratis. Ich habe es am Anfang auch gratis gemacht, dass du halt mal ein gewisses Portfolio aufbauen kannst. Und dann ja, kommst du entweder rein oder nicht. Was für eine Kamera würdest du empfehlen, von deiner Seite aus? Hey, ich habe... Aus deiner Sicht so. Ich habe 12 Jahre lang mit Nikon fotografiert und dann bin ich irgendwann mal auf Canon umgestiegen und ich bin sehr, sehr zufrieden. Die Frage von der Kamera ist halt immer so ein bisschen vom Budget abhängig. Ich fotografiere aktuell mit der Canon R6, eine spiegellose Systemkamera. Aber das ist schon auch eher höhere Klasse, ne? Ja, also letztens habe ich sie gesehen für 8,99. Also, ja, ja. Die ist also ziemlich runtergekommen. Unter 1000? Unter 1000. Mhm, wow. Ja, okay. Die ist okay. Ziemlich runtergekommen. Und da gibt es günstige Objektive dazu. Ich würde dir empfehlen, irgendwelche Festbrennweiten zu kaufen, wie einen 50mm 1,8. Das kostet um die 200 Franken rum. Und ein 35mm auch 1,8 kostet auch um die 200 Franken rum. Und dann würde ich da gar nicht groß ins Equipment investieren, sondern ich würde mir wirklich Gedanken machen, hey, was möchte ich fotografieren, wie möchte ich es machen? Und das ist, glaube ich, der große Fehler. Man verliert sich dann in der ganzen Equipment-Frage und ich glaube, es kommt schlussendlich gar nicht groß aufs Equipment drauf an, sondern was du dann aus der Kamera rausholst. Ich habe noch eine richtig coole Story. Ich durfte mal eine Konferenz fotografieren mit, glaube ich, 6 oder 7 anderen Fotografen. Die waren alle schon spiegellos unterwegs und ich hatte da eine ältere Canon 5D Mark III dabei. Und die haben mich so ein bisschen belächelt, so, ah, du kommst da mit einem alten Oldtimer hier an und möchtest gute Fotos schießen. Und ich habe fast die besten Fotos von allen geschossen. Also es kommt nicht groß darauf an, ob du jetzt spiegellos oder nicht spiegellos fotografierst. Schlussendlich kommt es darauf an, was du daraus machst und ob du die besten Winkel hast. Ja, das stimmt. Also vielmehr die Bildeinteilung, wo ist das, genau. Licht, wo geht das Auge, genau. Hin, solche Sachen. Ja. Genau. Hast du da vielleicht einen Tipp für Anfänger? Üben. Aber also, wie gesagt, das ganze Auge mit den Winkeln etc., das entwickelt sich. Entweder man hat schon von Anfang an, dann Halleluja. Oder hältst du dich ich oft hab's an die Drittelregel oder irgendwie schaust du, wo ist der hellste Bereich im Bild? Oder? Ja, also man kann sich in der Fotografie wirklich an die Regeln halten, wie dem goldenen Schnitt etc. Oder man kann es eben nicht machen und dann bist du halt speziell. Also wenn du dann von der Regel abweichst, dann bist du auch wieder speziell, als wenn du mit der Regel fotografierst. Also ich würde da gar nicht groß drauf schauen, mit dem Ausschnitt oder was auch immer, sondern mehr Winkel suchen, gutes Licht suchen, wie drehe ich mich zum Licht, wie kann ich Rückenlicht fotografieren, Blitz ohne Blitz, das ist halt ein Ausprobieren. Gutes Licht suchen, das finde ich so einen guten Punkt, ja. Das ist mega, mega wichtig. Was ich auch gemerkt habe, ist, also wie ich angefangen habe, ist mit Bokeh zu arbeiten, zu schauen, dass der Hintergrund etwas unscharf ist oder sehr unscharf ist. So konnte ich dann die Winkel auch finden, wie du sagst, die Winkel zu finden, was dann wirklich schön ist. Etwas im Vordergrund zu haben, was unscharf ist, das kann auch schön sein. Aber du hast es schon richtig gesagt, man muss üben und vielleicht wirklich nicht gleich mit den Großen anfangen, sondern wirklich selber also mal. Wirklich, frag deine Freunde, frag deine Verwandten, Nachbarn, ja, genau. Dass du da wirklich Übung bekommst. Weil du wirst bei jedem Shooting besser, das ist auch bei mir heutzutage noch so. Ja. Ich werde bei jedem Auftrag besser und du hast nie ausgelernt. Also du kannst immer wieder was Neues dazulernen. Sogar meine Kamera, die habe ich jetzt schon seit 3 Jahren, glaube ich, die R6. Hey, ich finde immer wieder neue Funktionen drauf. Also, es ist sehr spannend, weil da gibt es ein riesen Benutzerhandbuch, wer liest das schon? Ich probiere dann einfach aus und ich finde immer wieder neue Sachen drauf. Das ist echt spannend. Das ist cool. Okay, aber ich habe jetzt noch ein Trivia vorbereitet. Und zwar ein fotobezogenes Trivia. Oh. Seid ihr ready? Ja, unbedingt. Ein Fotojournalist in Mumbai, ich hoffe, ich spreche jetzt seinen Namen richtig aus, Dilish Barak,
hat die größte Kamerasammlung der Welt, Fotokamerasammlung. Wie viele antike Kameras besitzt er? Wie viele antike Kameras? Das ist eine Schätzfrage jetzt. Boah. Ja, es gibt so viele Fotografen, die tausende Kameras da sind. Nee. 150. Ich denke mal um die 8000. Was? Ja. Sonst ja? Weit sonst auseinander? Ist ja kein Trivia. 150. Weit auseinander. Ich glaube, die Wahrheit liegt so ungefähr in der Mitte. 4425 antike Kameras hat er. Okay. Okay. Krass. Stell dir vor, da brauchst du, ja, da reicht ein Haus nicht dafür. Nee. Da brauchst du noch ein Museum dazu. Ja, schon. Objektive steht nichts. Nein, dazu finde ich nichts. Aber ganz, ganz viele Kameras. Große und kleine. Crazy. Ob er die jemals alle verwendet hat? Wahrscheinlich nicht. Man weiß es nicht. Wie viele Kameras besitzt du, Kevin? Hast du mehrere? Das wäre auch interessant. Ich habe zwei Kameras. Mhm. Ich fotografiere Hochzeiten immer nur mit zwei Kameras. Das hat einen Vorteil, dass ich auf eine Kamera ein zum Beispiel 35mm Objektiv drauf habe, auf der anderen Seite ein 85mm, dass ich dann nicht dauernd wechseln muss, sondern dass ich aus einer Szene, die ich da halt stehe, halt einen Wide Shot machen kann oder auch ein näher dran. Und ja, ich war echt schon froh, dass ich zwei Kameras dabei hatte, weil es ist mir letztens wirklich eine runtergefallen. Ja, nee. Echt. Mein Herz. Das war meine letzte Hochzeit, die war vor 2 Monaten. Oh. Da bin ich so eine kleine Treppe rauf in der Kirche, bin da rauf, hab das große Gesamtgruppenfoto gemacht, ging da wieder runter. Ich habe die Kamera wirklich wieder ans Objektiv gemacht. Ich habe da so ein Kameragurt an und die hängen halt da dran und ich musste mich so da durchquetschen, weil die Treppe, die war wirklich, wirklich schmal. Und da ist mir die Treppe runtergefallen. Und ich habe gedacht, nein, die ist kaputt. Jetzt kann ich die ganze Hochzeit nur noch mit einem Body fotografieren. Und weißt du was, die funktioniert immer noch. Nee. Nix kaputt. Und die ist mir wirklich die Treppe runtergefallen. Ach du. Also, siehste? Canon. Zu Canon. Also, das Ding ist echt stabil. Ich habe gedacht, hey, da ist der Bildschirm jetzt abgefallen oder sonst irgendwas. Nee, die funktionieren immer noch einwandfrei. Wirklich, wirklich Glück gehabt. Okay. Aber wenn ich halt da nur eine Kamera gehabt hätte, dann hätte ich mich an der Stelle verabschieden müssen. Und ganz genau. Das wäre. Ich gehe dann wieder nach Hause. Okay. Ja, aber ich hatte ja noch ein Backup von dem her. Gut. Wir haben noch eine Rubrik und zwar heißt die, was hast du letzte Woche geschaut? Genau. Gibt es Filme oder Serien, die du letztens geschaut hast? Hey, ich komme im Fall zeitbedingt echt wenig zum Serienschauen. Ich bin auch noch der Mega-Serien- oder Film-Junkie, aber ich habe jetzt wieder ein bisschen House of Cards entdeckt. Mhm. Genau, mit dem Kevin Costner und es ist echt eine coole Serie. Also du kommst auf Netflix zu schauen, ist eine Netflix Original und in der 6. Staffel, kann das sein? Hey, so weit bin ich noch nicht. Ich glaube, du meinst Kevin Spacey, kann das sein? Kevin Spacey, stimmt. Was hast du gesagt? Kevin, ich musste gerade überlegen. Ich hatte nur Kevin im Kopf. Aber ja, genau. Was hast du gesagt? Kevin Costner? Ja, genau. Ah, der mit stimmt, der andere Kevin. Wolf tanzt, nee, der mit dem doch. Der genau, mit dem Wolf. Das sollte ich nicht auskennen, ist von meinem Gebiet. Ich weiß nur, dass er gleich heißt, nicht. Aber ja, klar. All die Kevins, du. All die Kevins. Aber es ist echt spannend. Also, wenn du das bewerten müsstest, diese Serie, zwischen 1 und 10, was würdest du sagen? 10 ist das Beste. Genau. Also sie nimmt mich schon ziemlich mit. Also eine 8 würde ich da schon geben. Auch wie es wirklich umgesetzt wird, wie es auch spannend bleibt. Plötzlich stirbt da wieder irgendjemand, was du wirklich nicht erwartet hast. Ja. Und diese wirklich unerwarteten Wendungen, die dann diese Serie nimmt, ist wirklich... Also ich habe es mir auch angeschaut. Ich schaue es immer wieder mal. Komme ich immer wieder mal gut voran. Ich finde es auch unglaublich spannend. Vor allem, hast du das Gefühl, da kommst du am Schluss dann noch ein bisschen, nicht nur Geschichte, sondern wie funktioniert das Ganze? Ja, voll. Es stimmt ja in der Haupt, wie sagt man das? House of Cards hat ja sehr viel Wahrheit. Sprich, es ist ja ziemlich auch hierarchisch richtig aufgebaut. Haben sie sich schon sehr viel Mühe gegeben? Wenn ich das bewerten müsste, Spannungsbogen ist schon sehr hoch. Ich glaube, ich hätte auch eine 8 gegeben. Wieso die 2-Punkte-Abzug ist teilweise sehr... Da musst du konzentriert sein, sonst kommst du da echt nicht mit. Politisch. Ja, voll.
Also du musst auch ein bisschen das amerikanische System dann da ein bisschen du, verstehen. Ja, genau, da musst du schon etwas... Und die gehen halt über Leichen da. Ja. Also ob es wirklich in der Realität so ist, weiß ich nicht, aber ja, kann schon gut sein. Amis, also es ist schon ziemlich logisch, was die da erzählen von dem her. Kann ich mir teilweise aber schon so... Ja, vielleicht schon. Vielleicht nicht gleich nicht alle umbringen, aber... Vielleicht nicht, aber vielleicht... Doch! Hast du es dir auch schon angeschaut? Nein, ich habe es nicht geschaut, aber von ganz vielen Leuten immer nur Gutes gehört darüber. Okay. Ja. So bin ich auch dazu gekommen. Also ich habe es auch gehört, dass es gut sein soll und dann habe ich es mal angeschaut und dann hängen geblieben. Du? Hängen geblieben. Du, Damian, was hast du dir angeschaut? Ja, ich habe mir wieder mal die Zeit genommen und einen Film geschaut, der mir empfohlen wurde. Und zwar schon mehrmals von meinem Trauzeugen. Immer wieder hat er gefragt, hast du den jetzt gesehen? Und ich so, nein, ich habe keine Zeit. Und dann, letztes Mal war er richtig wütend schon. Oh. Und hat gesagt, jetzt musst den gucken. Du machst einen Filmpodcast, du musst den gucken. Das habe ich jetzt gemacht. Und ich muss sagen, Dankeschön, Dani. Um ihn namentlich zu erwähnen. Ich habe Get Out geguckt. Get Out? Get sag Out. Mir etwas, aber sag mir nichts. Das ist aus 2017, wirklich ein absoluter Knallerfilm von Jordan Peele. Mhm. Das ist ein Film, der wirklich das... Jordan Peele ist halt einer, der verbindet zwei Themen, die man nicht erwarten würde und daraus entsteht etwas ganz Neues, was es noch nicht gab. Ja, hast du ihn gesehen, Kevin? Nee. Auch nicht? Sag mir echt nichts. Ja, ich will das jetzt nur ganz kurz... Ganz kurz. Das interessiert uns schon. Der Hauptdarsteller heißt Daniel Kaluuya, glaube ich, nennt man das. Er ist dunkelhäutig und ist mit einer hellhäutigen Frau zusammen. Mhm. Und sie gehen dann irgendwie nach Texas zu ihrer Familie. Und es wird dann das Thema Rassismus behandelt. Und dann denkt man schon, okay, der geht jetzt dahin zu ihrer Familie. Das sind so ein bisschen Hinterwäldler und die sind sicher rassistisch und das gibt dann Probleme. Genau das passiert dann nicht so, sondern es passiert was anderes. Und ich will das nicht verraten, es ist genial, wirklich ein absolut cooler Film. Der hat mich eiskalt erwischt und der Humor ist genial. Es ist eine Horrormischung, ich weiß jetzt nicht was, ein bisschen Thriller, ein bisschen auch Humor. Horror? Ja, wirklich. Wirklich. Es ist genial. Bitte guckt ihn. Klingt spannend. Okay. Wo kann ich es mir anschauen? Oh, das ist eine gute Frage. Ich weiß nicht, wo der überall gestreamt werden kann. Ich nehme an, auf diversen Plattformen. Muss man suchen, ne? Okay. Ja, ja, ja. Findet man schon. Ja. Und interessant ist auch noch, der hatte nur ein Budget von 4,5 Millionen. Oh, das ist wenig. Oh, ja. Und hat 255 Millionen eingebracht. Ja. Okay. Der war... Da heißt viel. Also wirklich, guckt den, wenn ihr noch nicht habt. Ich gebe dem 9 von 10 sicher. Machen wir halbe Punkte? Heute schon. Ja. Dann würde ich sagen, der hat wirklich eine 9,5 verdient. Aber der ist wirklich super, super gute Unterhaltung. Guckt ihn. Wie? Aber das interessiert mich jetzt. Wieso der halbe Punkt nicht? Da muss er. Da müsste ich jetzt vielleicht etwas vom Ende verraten, was nicht möchte. Okay. Kein Spoiler. Das Ende ist super toll, aber da hätte ich noch. Ein Tick mehr erwartet. Eine gewisse Handlung hätte für mich noch ein bisschen länger dauern dürfen. Das Ende kommt dann plötzlich recht abrupt. Okay. Aber das ist cool, deswegen 9,5. Ist wirklich ein geiler Film. Ich muss das so sagen. Ja gut, und somit schließen wir das. Wunderbar. Hä? Vielen herzlichen Dank. Ich danke dir. Das war eine coole Folge. Das war echt eine super Folge. Ja, danke, dass du da warst. Hey, sehr, sehr gerne. Ihr seid sehr, sehr sympathische Typen. Freut mich immer wieder mit euch zusammenarbeiten zu dürfen. Ja, das Nein, vielleicht auch noch, wo kann man dich kontaktieren, wenn man dich buchen möchte? Über Hillmedia. Hillmedia. Gehst du mal auf die Homepage. Und die Seite heißt? www.hillmedia.ch. Nein, warte schon. Hillmediadesign.ch. www.hillmediadesign.ch. Dankeschön. Das wollte ich doch hören. Okay, alles klar. Gut, hey. Sehr cool. Vielen herzlichen Dank und danke. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen.